Wie du als Anfänger einen Gaming-PC zusammenbaust, das zeige ich dir in diesem Video Schritt für Schritt. Und zwar anhand eines Beispiels von einem 1.600 € Gaming-PC mit einer sehr leistungsstarken Grafikkarte. Wenn dich das interessiert, bleib dran, aber zuerst ein Wort von unserem Sponsor. Lexer Memory. Viele Gamer und Profis nutzen bereits Lexer, um schnell und effizient zu arbeiten. Denn Lexer verfügt über eine wirklich große Auswahl an innovativen Speicherprodukten, sowie auch danke an Arctic Cooler und dem Freezer eSports Duo, einem wirklich leistungsstarken CPU-Kühler für gehobene Ansprüche. So, und wenn ihr als Anfänger einen Gaming-PC zusammenbauen wollt, zeige ich euch das jetzt Schritt für Schritt. Und natürlich, bevor wir den Gaming-PC zusammenbauen, müssen wir natürlich erst das Gehäuse vorbereiten. Und ich habe hier ein richtig geniales Gehäuse von Johnspo. Das ist jetzt auch vor kurzem erst auf den Markt gekommen, hier in Deutschland erhältlich, seit Anfang 2024. Also genau jetzt, wo ich dieses Video aufnehme für euch. Und ihr seht schon, das ist ein Monsterteil. Und den Rechner, den wir bauen, den Gaming-Rechner, den wir jetzt zusammenbauen, das ist wirklich ein Gaming-Rechner. Der hat nicht nur eine leistungsstarke Grafikkarte, sondern guckt mal hier, der ist auch perfekt für RGB-Fans. Also wenn ihr RGB-Fan seid oder vielleicht seid ihr noch keiner, war ich ja früher auch nicht so. Aber nachdem ich jetzt hier das gesehen habe, wie cool das aussieht, auch wenn man abends ins Zimmer kommt, wollte ich euch hier mal das coole Johnspo-Gehäuse zeigen. Und ihr seht, das ist wirklich, ja, es kostet mehr. Und ich hatte euch im Konfigurationsteil ja auch schon gezeigt, wie die Budgetdistribution war. Aber ihr seht, sehr luftdurchlässig, hochwertige Premium-Verarbeitung und vor allem dieses gerundete Glasteil. Bevor ich mich jetzt zu sehr über das Gehäuse freue, was ich ja total abfeiere, bereiten wir erstmal das Mainboard vor. Also Leute, das ist immer das Wichtigste. Mainboard gründlich vorbereiten, dann könnt ihr es später einsetzen. Und das machen wir in 4 Schritten, zeige ich euch jetzt. Und in dem Fall ist es auch egal. Ihr könnt es Gigabyte nehmen, ihr könntet aber auch ein Rockstrix nehmen. Ich baue das jetzt alles hier auf der AM4-Plattform. Und wichtig ist halt, dass die immer eine gescheite Spannungsversorgung haben. Also so 120-30 € für so ein AM4-Mainboard würde ich schon ausgeben. Denn günstigere haben manchmal nicht so eine gute Spannungsversorgung, je nach CPU. Also wenn ihr jetzt hier ein AMD Ryzen 5600X drauf macht, so wie ich es jetzt mache in diesem Beispielbild, wirklich ein sehr nicer Prozessor. Aber sage ich mal, ihr macht ein X3D drauf oder noch krasser, dann würdet ihr ja die Spannungsversorgung auch mehr belasten. So, und dadurch wird die normalerweise wärmer. Also ihr seht, Prozessor einbauen, ihr macht hier diese Entriegelungsklammer auf, nehmt euch den Prozessor zur Hand, der hat hier so eine, ja, ihr könnt ja sehen, so eine kleine Markierung, das korrespondiert auch mit dem Mainboard, also im Sinne dieser Markierung einsetzen und dann könnt ihr die Klammer runter machen und so einfach geht das. Und wir können schon zum Mainboard vorbereiten, Schritt 2 einkommen, und zwar dem RAM einbauen. Hier nochmal herzlichen Dank an Lexer für das Bereitstellen von dem Tor DDR4 Arbeitsspeicher. Aber was kann man beim RAM-Einbau falsch machen? Na ganz klar, man kann es in die falschen Steckplätze stecken, denn so eine CPU hat, das sind immer 2 Kanal-CPUs und ihr solltet es immer für jeden Kanal in die zweite Bank stecken. Also ich habe es euch hier immer markiert mit Speicherkanal A, Speicherkanal B. Das sind quasi die Speichercontroller auf der CPU selbst und ihr steckt es in die zweite Bank, damit es richtig terminiert ist. Schritt Nummer 3 vom Mainboard vorbereiten, NVMe-Kühler hier entfernen. Wenn ihr eine NVMe ohne Kühler habt, dann solltet ihr auf jeden Fall diesen Kühler verwenden, da halt dieses Kühlpad abziehen. Es gibt sehr viele verschiedene NVMEs. Ihr könntet theoretisch auch noch eine alte PCIe 3 reinmachen, aber wenn ihr es komplett neu baut, wäre PCIe 4.0 hier richtig. Die AM5-Plattform unterstützt auch PCIe 5.0, aber die PCIe 5.0-Laufwerke sind doch deutlich teurer, muss man ganz klar sagen. Und ich finde, die Lexer NM790, ein NVMe-Laufwerk, hat hier schon Top-Geschwindigkeit, wirklich auch wenn man es mit anderen vergleicht. Und ich habe jetzt hier mal die Variante mit Kühlkörper. Wie gesagt, ist aber auch nicht zwingend erforderlich. Ihr könnt auch, je nachdem, was gerade verfügbar ist oder ein bisschen günstiger, auch die ohne nehmen. So. CPU-Kühler einbauen, der vierte und letzte Schritt vom Vorbereiten des Mainboards. Und auch hier könnt ihr beachten, ein Kühler, der größer ist, mit größerem Kühlelement und größeren Lüftern, läuft in der Regel leiser. So ist es halt einfach. Und wir entfernen jetzt hier mal die 4 Schrauben von der Standardhalterung. Denn das könnt ihr auch noch beachten, je nachdem, welchen CPU-Kühler oder welchen Hersteller ihr benutzt. Ich habe jetzt halt hier auch nochmal Danke an Arctic für den eSports Duo. Den eSports Duo mal zum Testen da. Da machen wir auch noch ein paar detaillierte Vergleichsvideos. Die Halterung ist hier ein bisschen anders gelöst. Da hat einfach jeder Hersteller so seine Eigenheiten.
Also ihr seht, ihr schraubt hier diese zwei Seitenhalterungen ran. Und dann ganz wichtig, nehmt die richtigen Abstandshalter. Wie gesagt, ihr könnt ja auf dem Karton von dem Arctic eSports Duo auch nochmal den QR-Code einscannen. Dann seht ihr da auch nochmal eine komplette Anleitung. Und ich habe es euch eben auch nochmal eingeblendet. Schraubt die korrekten Abstandshalter ran. Und Wärmeleitpaste braucht ihr keine extra holen, denn es ist schon eine kleine Tube Wärmeleitpaste mit dabei. Normalerweise benutze ich immer die MX4, aber es gibt ja auch die MX6. Also könnt ihr halten, wie ihr wollt, falls ihr euch noch eine extra Tube holt. Macht eine erbsengroße Menge drauf, mit dem Spatel verstreichen, bin ich nicht so ein Fan von, finde ich nicht so praktisch, aber kann ja jeder machen, könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Setzt es vorsichtig rauf, nehmt dann diese Befestigungsschrauben, seht ihr hier auch nochmal, und ich spule das Ganze mal für euch vor. Zieht das am besten Schritt für Schritt über Kreuz fest und schwuppdiwupp habt ihr das Mainboard vorbereitet. Und so solltet ihr das immer machen, in 4 Schritten als allererstes das Mainboard vorbereiten, denn so lässt es sich nach meiner Erfahrung viel, viel besser arbeiten. So, letzter Kniff, hier noch das Lüfterkabel anschließen, seht ihr hier. Und dann, falls ihr einen Kabelbinder habt, wenn das ein Lüfter ist mit ja, RGB-Effekten oder wo zwei, so ein Dual-Lüfter, wie jetzt hier beim eSports Duo, immer schön gleich die Kabel ein bisschen da zusammenbinden, damit das Ganze ordentlicher aussieht dann im Bild und leichter reingeht. Und wie gesagt, das Mainboard einbauen. Bauen wir hier in das Gehäuse ein. Und das Gehäuse ist halt ein bisschen anders designt, genau für ja, RGB-Fans oder Ästhetik-Liebhaber. Ja? Achtet darauf, dass die Abstandshalter an der richtigen Position sind. Ich habe euch die hier nochmal markiert. Und kann ja sein, dass jemand auch ein Board mit einem anderen Formfaktor nimmt. Also das ist jetzt hier ein Standard-ATX-Board in der Standard-ATX-Größe. Aber ihr seht, wie leicht sich das auch einsetzen lässt, wenn ihr das alles schon richtig vorbereitet habt. Achtet auch drauf, nehmt die korrekten Schrauben aus dem Mainboard, ja, da sind immer verschiedene drin, die richtigen nehmen, und dann macht ihr in der Mitte 2, auf der Unterseite jeweils 3 und oben dann auch 3. Das ist eigentlich relativ selbsterklärend. Hier auch noch praktisch gleich die Slotblenden rausmachen für den Einbau der Grafikkarte dann später. Und jetzt kommen wir zu einem ganz besonderen Highlight, und das sind diese Wahnsinnslüfter von Lian Li. Also Leute, ich hätte nicht gedacht, wenn man mal guckt bei den Lian Li Unifan, dann denkt man erstmal, oh mein Gott, 100 Euro für einen Dreierpack Lüfter. Aber ich muss sagen, diese Lüfter haben es echt in sich. Ich habe noch nie so eine coolen Lüfter gesehen, weil ihr könnt wirklich alles zusammenstecken. Ihr habt eine richtig geile Steuerungssoftware. Es wird alles nur mit einem Kabel verbunden. Und ein Lüftercontroller ist auch noch mit dabei. Also das sind wirklich Lüfter. Hätte ich nicht gedacht, dass mich diese umhauen. Ihr seht, wieder die anderen Schrauben rausgenommen und das Ganze festgeschraubt. Erklärt sich ja in dem Sinne langsam von selbst. So, für die Grafikkarte nehmen wir hier eine ROX Strix Grafikkarte, eine 4070. A ist die sehr leistungsfähig, B hat die einen sehr großen Kühlkörper, C sieht die einfach nur ziemlich cool aus und passt von den RGB-Effekten perfekt mit den Lüftern überein. Also das ist sowas von perfekt abgestimmt. Werdet ihr auch gleich im Ergebnis sehen. Hier noch den Abstandshalter unten ran. Und ihr seht schon, so lange dauert das gar nicht. Wir bauen jetzt nämlich schon das Netzteil ein. Dann sind wir schon fast fertig. Oben diese Abdeckklappe abnehmen. Das ist auch sowas, da das Gehäuse ja einen anderen Formfaktor hat, ist das auch ein bisschen anders hier gelöst. Mit dem Netzteileinbau und dem Ausbau dieser Seitenklappen. Aber auch, wie gesagt, ATX 3.0 Netzteil solltet ihr immer dran denken, wegen dem 16-Pin HPWR Stromanschluss. Wenn ihr selber einen Rechner zusammenbaut als Anfänger, kann man das leicht übersehen und kein ATX 3.0 Netzteil nehmen. Ich mache das jetzt hier so, und dieses Gehäuse von Johnsbo hat hier einen Netzteil, ja, Halterung, Rahmen. Die müsst ihr natürlich zuerst rausschrauben, denn diese bringen wir jetzt hier an das Netzteil an. Wie gesagt, spule ich auch ein bisschen vor. Aber ihr seht, ihr braucht da wirklich keine Berührungsängste haben, wenn ihr als Anfänger ein Gaming-PC zusammenbauen wollt. Das sieht immer alles ziemlich viel aus. Auch jetzt hier zum Beispiel bei dem Lüftercontroller. Ah, so viele Kabel. Aber Leute, das es sind auch immer Bedienungsanleitungen mit dabei. Und ich zeige euch jetzt auch nochmal ein detailliertes Beispiel zu der Verkabelung. Also so würde es fertig aussehen. Aber wie kommt ihr denn jetzt überhaupt zu diesem fertigen Zustand? Na ganz klar, ihr guckt als allererstes mal in euer Mainboard-Handbuch. Also ihr seht hier, rot ist zum Beispiel markiert die Spannungsversorgung. Da sind in der Regel die Kühlkörper drauf. Und orange ist zum Beispiel die beiden Stromanschlüsse fürs Mainboard und so weiter. Habe ich euch hier nochmal die Spannungsversorgung
von dem Mainboard. 12 plus 2 Phasen, das ist wirklich ordentlich. Wie gesagt, spart da nicht an der falschen Stelle. Und wenn wir hier mal reinzoomen in den zusammengebauten Rechner, seht ihr, okay, da unten sind ziemlich viele Anschlüsse dran. Welcher ist jetzt welcher? Also ja, man, klar, man sieht es im Mainboard, aber ich kann es auch hier euch nochmal einblenden. Da sind halt Anschlüsse wie der Audioanschluss vorne dran für Kopfhörer und so oder für den Lüfter, für die Steuerung, für USB und so weiter. Und das ist wichtig, macht es wirklich sorgfältig und macht es genau so, wie ihr es ja hier auch seht, wie es im Mainboard markiert ist. Wichtig ist immer noch diese beiden roten da. Das ist quasi der An- und Ausschalter und die LED. Da variieren manchmal auch ein bisschen die Stecker vom Gehäuse. Bei einem geht es ein bisschen leichter, beim anderen ist es ein bisschen fummeliger. Und wie ihr hier seht, haben wir wirklich im Hartumdrehen einen Wahnsinns-RGB-Rechner für 1600 Euro zusammengebaut. Ja, noch auf der AM4-Plattform, aber Leute, guckt euch das mal an. Ich hoffe wirklich, es kommt auf dem Video gar nicht so krass rüber, als wie wenn man es sich abends anguckt im Zimmer. Diese RGB-Effekte mit der Asus ROG Strix-Karte und den Lian Li Lüftern sind einfach der Hammer. Das sieht einfach nur genial aus und ich muss auch zugeben, früher war ich nie der RGB-Fan, aber jetzt, dass ich auch mal solche Rechner gebaut habe, muss ich sagen, bin ich davon wirklich begeistert. Ja Leute, und wie ihr gesehen habt, ist das Ganze doch recht einfach, wenn man weiß, welche Schritte man beachten muss, wenn man sich die Teile alles so ein bisschen zurechtlegt und ein bisschen organisiert bleibt und das Mainboard-Handbuch gerade bei der Verkabelung zur Hand hat. Hier nochmal der Überblick, das war Video Nummer 2 aus meiner PC-Bauen-Reihe, PC-Bauen und testen, wir bauen einen PC und testen ihn. Im Teil 1 habe ich euch gezeigt, wie ihr den PC zusammenstellt, den Gaming-PC. In diesem Video, Teil 2, habt ihr gesehen, wie man das Ganze zusammenbaut. Ich habe euch jede Menge Tipps und visuelle Beispiele gegeben, damit ihr das auch gut nachvollziehen könnt. Und jetzt im nächsten Teil, im Teil 3, machen wir die ganzen Benchmarks. Da testen wir den Gaming-PC, denn wir wollen natürlich auch genau wissen, wie performt zum Beispiel die Grafikkarte mit dem Prozessor, den wir jetzt gerade gewählt haben. Oder wie würde die auch performen, wenn man einen fetteren Prozessor nimmt, zum Beispiel den X3D für 280 Euro oder einen noch teureren für 500 Euro auf der AM4-Plattform. Macht das überhaupt einen Unterschied aus bei einer RTX 4070? Da machen wir ganz viele Vergleiche und testen das in den Games. Ich zeige euch die Benchmarks und dafür könnt ihr jetzt ein Abo da lassen, in die Playlist schauen und ich sehe euch dann im nächsten Video.